Heute haben wir hier einen VW Beetle. Bei dem müssen wir den Innenraumfilter tauschen. Und es ist bei dem etwas spezieller wie bei Vierer Golf oder so ähnlichen Autos. Und zwar, ja, das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Florian sitzt schon im Auto. Jetzt fangen wir mal an. Und zwar ist hier oben auf dem Armaturenbrett ein Plastikschild. Das muss man nach vorne wegschieben. Und dann geht's runter. Ja. Und jetzt habt ihr da vorne auf dem Armaturenbrett drei Schrauben. Die müsst ihr erstmal runterschrauben. Und jetzt kann man die großen Plastikverkleidungen kann man jetzt lösen. War nur ein Clip, ist nicht so schlimm. Da unten drunter ist dann der Luftfilterkasten. Da ist jetzt nur so ein Clip rausgegangen, aber das ist nicht so schlimm. So. Und jetzt habt ihr hier sechs Schrauben verteilt. Die müsst ihr auch lösen. Wir haben übrigens einen neuen Luftfilter, Innenraumfilter. So. Der alte wird ziemlich mies ausschauen, schätze ich mal. So, jetzt sind die Schrauben locker. Boah, der wurde ja schon länger nicht mehr gewechselt. Oh ja. Und da sehen wir jetzt den Innenraumfilter, der schon. Der schaut richtig, richtig eklig aus. Im Vergleich zu dem ist ja schon ein massiver Unterschied. Jetzt sind da normalerweise so zwei Clips. Clips drin. Da ist einer. Da hinten ist noch einer, genau. Dann kann man den Rahmen oben abziehen mit dem Filter zusammen. Boah, sieht so eklig an irgendwie. Oh ja. Also mal zum Vergleich. Alt. Neu. Ja, der hat schon seine besten Zeiten hinter sich. Boah. Damit jetzt nicht so viel Dreck machen, hauen wir den jetzt einfach mal raus. Am besten ist immer reinzuschauen, ob noch was drin liegt, aber ja, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Licht. Aber das schaut ganz gut aus. Schaut sauber aus. Genau. Natürlich jetzt den neuen Innenraumfilter wird jetzt wieder auf den Rahmen drauf. So, der neue Innenraumfilter ist jetzt auf dem Rahmen wieder drauf. Den können wir jetzt da wieder reinmachen. So, jetzt kommt der große Plastikdeckel, kommt wieder drauf. Kommt der Plastikdeckel wieder drauf. So, und jetzt kommt noch das mittlere Schild wieder drauf und dann sind wir auch schon fertig. So, der neue Innenraumfilter ist jetzt installiert und die Plastikverkleidung ist auch wieder drauf.